Ja, Leute, willkommen zurück zu Black and the Wolf, nachdem ich letztes Mal versucht habe, einen Guide aufzunehmen, der am Ende, also dem Teil, der eigentlich am leichtesten ist, gescheitert ist, habe ich mir gedacht, ich spiele heute einfach mal irgendwas. Eigentlich könnte ich mal wieder ein Szenario spielen. Eigentlich wollte ich jetzt im Hauptspiel einfach mal. Obwohl, wir spielen ins Hauptspiel und spielen einfach die Biowaffe. Ich hasse die Biowaffe. So. Wisst ihr was? Wir machen dann ohne gehende Run raus. Spielen wir auch brutal? Ne, wir machen einen entspannten. Das war mir zu viel. Hier. ABC. 4, 8, 9. So! Das klingt doch nach einer Biowaffe. So. Zack. So. Ja. Okay, das war das Zurückentwickeln. Ich habe sie ewig nicht gespielt. Ich würde sagen Übertragung, ne? Also wie gesagt, Biowaffe ist dann so ein Ding, das macht man einmal. Also wirklich, kein Mensch mag die Biowaffe. Ja, ich weiß es doch. Ich kenne keinen, der wirklich sagt, oh, Biowaffe ist die geilste, ist der geilste Erreger. Richtig. Ja, ja. Zack. Wichtig. Infiziert Hunderte, ja. Wir könnten auch hier drüber gehen. Ja, lass uns hier drüber gehen. Einfach um die Ansteckungsgefahr zu erhöhen. So. Ja, ja, Tausende sind erkrankt. Ach ja, das ist ja schlimm. So. Ich habe ja irgendwann mal die Serie angefangen mit keine Gene, was da alles möglich ist. Ich habe kein bis jetzt habe ich noch keinen Guide zu der Biowaffe ohne Gene gemacht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass wir die... die Tödlichkeit jetzt erst ein bisschen zurückhalten. So. Ich war jetzt auch gerade zu faul, die ganzen Dinger wieder einzustellen, die ganzen Gene. So. Setze die Tödlichkeit der Waffe zurück. Benötigt Zeit zum Regenerieren. Ja, das brauchen wir aber nicht. Fangen wir erstmal an mit Resistenzen. Weil da haben wir jetzt gerade sowieso die größten Probleme mit den Resistenzen. Wie viel brauchst du? 15. Lungenfibrose ist Tier 3. Lungenfibrose will ich nicht. Zu hart einfach. Tag der Sensibilisierung. Ja, sensibilisiert euch mal dafür, dass wir außersehen eine Biowaffe haben entkommen lassen. Upsi. Schwachsinn. Ja. Den gibt's. In Deutschland gibt's so einen Tag garantiert.
Da hat die Forschung angefangen. Gehen nochmal hier lang. Aber im Normalfall dürfte... Komm schon. Komm schon, Grönland. Du versaust mir nicht den Run, oder? Grönland versaut mir gleich den Run. Safe. Ich sehe das jetzt schon kommen. Zack, 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 zack. Komm schon. Ja, bekämpfe die Heilung, bla bla. So, jetzt kann von mir aus auch die Lungenfibrose kommen. Ja, das war's. Grönland kriege ich wieder nicht. Oh, das ist doch zum Kotzen. Selbst in einer normalen Runde kriege ich kein Grönland hin. Oh Mann, ey. Also ja, jetzt können wir hier alles entwickeln, aber das bringt mir alles nichts mehr. Der Hafen ist zu. Oh, doch, es ist noch eins rausgekommen. Warte mal, ist das aus Russland gekommen? Moment. Das ist jetzt wichtig. Entweder, weil Schweden hatte den Hafen zu und normalerweise die Boote fahren von Schweden nach Grönland. Deswegen, sobald einer der beiden Häfen zu ist, ist eigentlich Feierabend. Gibt es ein Schiff, das von Russland nach Grönland fährt? Weil es ist der einzige Hafen da, der noch offen ist. Dänemark weiß ich, beziehungsweise Deutschland, weiß ich, dass es das nicht ist. Aber... Okay. Verstehe ich nicht. Grönland und China sind die einzigen zwei. Müssen wir mal kurz gucken. Ist einfach nur kalt, das Land, verdammt. So, Tödlichkeit ist einfach 100% und hoffen, dass er sich jetzt nicht selbst killt. Hier ist es wichtig. Alles andere ist voll unwichtig. Ja, ist okay. Geht durch. Nein! Nein, 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 bitte, 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 bitte. Jetzt mach nicht so einen Scheiß. Nein, 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 nein. Ansteckungsgefahr ist schon Maximum. Scheiße. Ach, zu früh. Zu früh. Ja, in Grönland haben ein paar überlebt, verdammt. Aber... So. Es muss so Ende der 400er Tage gewesen sein. Wo ist das Kackboot gekommen? Achso, Ende der 400er, habe ich ja selber gesagt. Nee. Ach komm. Dein Ernst jetzt?
So. Das ist jetzt wichtig für mich. Weil man dann auch ein bisschen anders spielen könnte. Da müsste es gleich kommen. So, da ist der Hafen zu. Tag 409. Der kam aus Russland. Der kam von hier. Ist das ein Ding, dass das bei Mega Brutal nicht so ist? Ist es möglich, dass das bei Mega Brutal nicht so ist? Ich muss unbedingt mal hier Licht anmachen. Fällt mir mal so auf. Okay, das war mir nicht bewusst. Okay, Leute, was euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.